Thank you.
Viele Menschen hatten kaum etwas anzuziehen, sie hatten schlechte Schuhe, hatten nur wenig zu essen und froren. So wie wir. Ja, so wie ihr. Als Martin zum Stadttor kam, sah er einen Mann, der im Staub saß. Ihm war kalt und er sah Martin traurig an. Helf mir, ich friere und habe Hunger. Was willst du mir geben? Unsere Taschen sind leer. Wir haben kein bisschen Brot, kein Stück Wasser, nur noch unsere Waffen. Die helfen den Mann auch nicht weiter. Vielleicht seinen warmen Mantel mit dem Schwert und gibt dem Bettler Geld. Ich habe mich auch über die rote Decke gefreut. Martin hat mir auch etwas geschenkt. Einige Soldaten, die gesehen hatten, was Martin gemacht hatte und seinen halben Mantel sah, lachten ihn aus. Martin hörte auf, Soldat zu sein. Er gab alles zurück, seinen Mantel, sein Schwert, sogar sein Pferd. Er wurde ein Mönch und lebte ein einfaches Leben.